Hallo meine Freunde, was geht ab und herzlichst willkommen. Ich darf euch mal wieder auf diesem Kanal begrüßen und ja, ich habe in letzter Zeit oft gesagt, es kommen wieder Videos und Leute, ich sage euch, es kommen wieder Videos. Ja, es ist, ich bin immer noch so ein bisschen im Umzugsfeeling und solange ich auf meinem Main-Kanal nicht regelmäßig Videos kriege, schaffe ich es auf meinem Zweitkanal natürlich auch nicht. Aber jetzt wird sich alles ändern und wir geben jetzt Gas. Wir spielen heute mal wieder Stronghold, hab schon eh nicht mehr gespielt, bin wahrscheinlich voll der Noob. Wir spielen gegen Computerfürsten zweimal Wolf. Gucken wir doch, was wir machen können. Also ich bin mit Sicherheit echt voll der Noob. Ich weiß noch, dass wir erstmal... Ich bin total raus, aber ist egal. Wir machen die Gegner komplett platt. Eigentlich müsste ich mir erstmal die Map eben angucken. War das so normal? Ja. So, wir stellen den Kornspeicher mal hier hinten hin. Wir bauen mal ordentlich Holz direkt ab. Ich bin ja mal der Holzer-Main. Klar können wir das hier dort platzieren. Hier kommt Holz in die Map, kenne ich. Die habe ich schon mal gespielt gegen ganz viele Ratten. Die Map kommt mir sehr bekannt vor. So, jetzt brauchen wir noch diese Steinplatten. Ich glaube, ich mache den Sound ein bisschen lauter. Wäre das okay? So, hier kommen ein paar Steinplatten hin. Zack, 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 zack. Mehr geht, glaube ich, nicht. Doch, eine geht sogar noch. Nice. Ach, man kann sogar noch mehr. Dann bauen wir hier einen Marktplatz rein. So, wir machen mal eben den Sound ein bisschen lauter, würde ich sagen. Sound. Muss ja ordentlich. Wieso ist das so leise? So, als erstes brauchen wir natürlich ein paar Häuser, damit wir hier ordentlich Nahrung am Start kriegen. Und Felder, meine Freunde. Immer freaking Felder. Frage ist, immer erstmal Hopfen. Hopfen ist Leben. Hopfen ist Leben. Was sollten wir nur ohne Hopfen tun? Jetzt fangen wir direkt an mit... lass mal gucken. Ich glaube, wir bauen erstmal hier unten in diese Richtung. Wir bauen das hier oben in diese Richtung. Käsereien. Erstmal so zwei, drei Käsereien. So quasi. Vier von mir aus auch. Weil dann werde ich nämlich die Waffenproduktion hier ansiedeln, in diese Richtung. Was für Holz, mein Freund? Wer benötigt denn hier von euch Holz? Was? Wir werden schon überfallen? Wo? Wo jetzt? Ah, Wölfe. Okay, mach mir keine Angst. Mach mir keine Angst. Ich bin nämlich wahrscheinlich noch komplett der Noob in diesem Game. Wir sollen aber wieder... Das sollte... Einmal noch ein bisschen Holz und dann sollte das erstmal reichen. Wir bauen diesmal... Sollen wir mal wieder eine schöne Burg bauen? Was heißt wieder? Wir haben noch nie eine gebaut, aber dieses Mal... So, wir haben einen Wolf hier oben. Wölfe sind ja eigentlich zwar stark, aber nicht so aggressiv. Das heißt, wir brauchen Türme. Wir gucken mal, wo wir Mauern bauen können. Erstmal Türme. Wie weit können wir nach vorne bauen? Wahrscheinlich müsste ich einfach erstmal... Ja, jetzt schicke ich meinen Lord wieder nach vorne, das wird gefährlich. Wir brauchen Türme. Hier kann man durch. Das heißt, wir gucken mal, bis wo der Turm geht. Oh, das sieht schon wieder schlecht aus für eine gute Burg. Für eine gute Burg sieht das schon wieder schlecht aus. Wir bauen erstmal hier einen Turm hin. Da bauen wir einen Stein dran. Zack, und ein paar Treppen. 1, 2, 3, zack, fertig drauf. Ihr könnt schon mal hoch, ein bisschen Stress schieben. Zack. So, der nächste Turm kann ich... Ich kann... Eigentlich brauche ich... Hier noch ein Turm? Ja, das ist so viel zwar schön Burg. I'm sorry, Thurs, aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch was Cooles hin. Wir fangen jetzt direkt mal... Armbrüste brauchen wir eigentlich instant, oder? Wir brauchen eigentlich instant Armbrüste. Wir bauen mal eine Waffenkammer hier hin. Wir bauen eine Unterkunft hier hin und wir brauchen sofort freaking Armbrüste. Vielleicht erstmal ein paar Bögen, aber ich glaube, der kommt ja direkt mit verdummten Lords, oder? Das heißt, wir bauen das mal hier hin, so hin. Zack, 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 zack. So, hier werden direkt Armbrüste of Doom produziert. Armbrüste of Doom. Und hier können wir dann nämlich gleich auch die Lederharnische hinbauen, aber die kaufen uns erstmal ein paar, ja. Soll jetzt erstmal kein Stress sein. Machen wir ruhig noch eine davon. Machen wir aber so einen kleinen Durchgang da, zack. So, das ist Schritt Nummer 1. Damit produzieren wir schon mal Waffen, das ist nicht verkehrt. Achso, mein Lord muss hier, da muss ich echt aufpassen, dass der nicht gleich hier abnippelt. So, dann haben wir hier unten... Sollte ich vielleicht auch mal zubauen. Oh, das geht ja noch richtig weit nach unten. Hier bauen wir dann erst einmal zu. Ich glaube, ich habe eigentlich keine Gefahr von oben, oder? Meint ihr, die kommen von hier lang? Ja, also eher vielleicht schon. Ja, doch. Vielleicht schon. Zack, bauen wir mal hier lang. So. So. Weiter im Text. Hopfen wollen wir mal ganz schnell brauen. Das wird hier gebraut. Hier brauen wir mal ein bisschen Bier. Das sollte reichen. Können auch direkt eine Schenke bauen. Wir haben ja schon Bier. Die kommen hier unten hin. Dann wird direkt schon mal... Bier rausgeschenkt. Ich baue immer alles ein bisschen maximalistischer. Kann man das sagen? Maximalistisch. Wo werden wir überfallen? Achso, mein Lord. Ich komme hier nicht voran, weil die immer diese Scheiße direkt nachbauen. Oh Gott, der wirft hier irgendwas rüber. Steine. Ei. La Table. Da müssen wir sofort wieder zurückschießen. Da müssen wir sofort zurückschießen. Wir werden beschossen. Lords und Ladies, wir werden beschossen. Scheiße, ich brauche mehr Bauern. Ich glaube, ich habe zu viele Sachen gleichzeitig. Wir bauen mal hier noch mehr Bauern. So, wir brauchen mehr von diesen Dudes. Wir haben ja eigentlich ziemlich großzügig Geld. Oh Gott, wir werden angegriffen. Macht das kaputt?
Ich glaube, ich kann die Türme hier nicht bauen, weil hier zu viele Dudes sind. So, schnell da hoch. Wir brauchen aber mehr davon. Wir brauchen mehr. Können wir schon Armbrust-Dudes kaufen? Sehr gut. Die kommen jetzt erstmal. Die drei Armbrust-Dudes kommen erstmal nach hier oben. Dann. Oh, was? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Der gibt mir auf jeden Fall direkt Feuer. Okay, pass auf. Wir haben jetzt kurz reingeschnuppert. Jetzt geben wir richtig Gas. Jetzt geben wir richtig Gas. Kornspeicher ist hier. Nein, stopp. Wir geben nochmal. Wir gehen nochmal zurück. So. Kornspeicher ist hier. Wir bauen direkt sowas. Jetzt bin ich vielleicht der Gefahr gewachsen, beziehungsweise weiß ich, was jetzt Sache ist. Holzfällerhütten, so ein paar, aber nicht ganz so viele wie letztes Mal. Nicht ganz so viele wie letztes Mal. Direkt Häuser. Babababab. Wir brauchen direkt Türme, mehrere. Zack. Eins. Jetzt können wir auch direkt hier schön Türme bauen. Zwei. Drei. Und der Turm reicht eigentlich, wenn er hier ist. Okay, wir haben keine Steine, wir brauchen einen Marktplatz. Wir bauen direkt mal hier hin, zack. So. Gönnen uns zwei, drei Steinchens. Gönnen uns noch einen Turm. So, damit die Türme einfach schon mal stehen. Ja, dann kann mir da jeder, kann mir da keiner mich nerven oder so. Jetzt brauchen wir natürlich trotzdem schnell eben diese Produktion hier, weil sonst baut der das hier gleich alles zu und geht mir komplett auf die Ketten damit. Das nervt schon zu Genüge. Mist, da geht keiner mehr hin. Das ist das Problem, wenn man vorher die Türme stellt. Aber soll uns jetzt nicht tilten. Soll uns jetzt nicht tilten. Okay, nochmal ein bisschen Holz gönnen. Dödödödödö. So, Holz haben wir gegönnt. Schnell zubauen, bevor er mir alles wegkauft hier. Scheiße, seht ihr, da steht schon irgendwas. Irgendwas steht da schon, aber das reicht jetzt erstmal. Dann, trotzdem möchte ich jetzt ganz schnell eben gerne ein bisschen Bier. Ach Gott, wir brauchen immer noch mehr Holz. Deswegen baue ich immer so viele Holzfäller, damit man das nicht so viel nachkaufen muss. Weil man mal so, am Anfang muss man eh so viel produzieren wie Sau. So, Schenke steht auch. Ach, leck mich doch am Arsch, du. Leck mich doch am Arsch, du. Jetzt kaufen wir uns auch direkt Waffenkammer schnell stellen. Steht hier. Wir brauchen direkt wieder die Armbrust-Dudes. Snap, 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 snap. Ach, leck mich doch mit deinem. Okay, aber die bringen jetzt ganz, ganz viel Holz vorbei. Gerade ganz, ganz viel. Ich muss das schnell umstellen, bevor die hier anfangen, irgendwelche scheiß Bögen zu produzieren. Ich glaube, der eine ist sogar schon zu spät und baut jetzt Bögen. So, das sollte für den Anfang genügen. Dann bauen wir hiervon. Okay, was heißt für Anfang genügen? Wir können schon mal ein paar einfach kaufen. Okay, wir brauchen eine größere Waffenkammer, I think. Mein Bildschirm sagt gerade, ich möchte mich ausstellen. Das kannst du mal voll vergessen, I think. Ah, Mann, jetzt habe ich die aus Versehen verkauft. So eine Scheiße, aber egal. So, bam. Damit hätten wir auf jeden Fall den Turm hier schon mal safe, denke ich. Der steht dann schon mal. Oh, fuck, wir brauchen Steine. Steine, Steine, Steine. Wir brauchen fucking Steine. So. Damit ist das Ding schon mal safe. Hallo, von mir aus auch die scheiß Sklaven, ist mir egal. Die scheiß Sklaven können wir hier in den da draufstellen. Dann können die ein bisschen tanken. So, es geht direkt weiter. Achso, wir müssen auch noch Leitern, Dingser bauen. Machen wir mal hier hin erstmal. Machen wir mal erstmal hier hin. Draußen fährt wieder ein freaking Zug lang. GG, RIP. Könnt ihr das eigentlich hören? Ja oder nein? Oder ja oder eher nein? So, hier kommt auch noch ein Steinchen hin. Und hier kommt ein Steinchen hin. So. Jetzt bauen wir noch ein paar davon. Auf jedem noch. Hier kommen jetzt noch ein paar drauf. Zack. Die kommen hier hin. Und dann sind wir doch schon viel, viel besser bedient als im letzten Game, denke ich. Ein bisschen leiser vielleicht die Musik. Also sie tiltet ja schon etwas. Soundoption. So. Vielleicht sollte ich mal Stronghold in schneller spielen. Das, ich habe gerade gesehen, man kann das Spieltempo verstellen. Wäre bestimmt auch mal lustig. Wäre bestimmt auch mal lustig. So. Damit wäre das erste abgedient. Wir gucken schnell, wie viel Beliebtheit wir haben. Plus 6. Hörstellen. Machen wir mal hier, weil hier kommt jetzt so eine Bierschenke hin. Können direkt noch eine bauen. Bauen noch eine Bierbrauerei dahin. Verkaufen das ganze scheiß Teer hier. Oder das ist Pech, verkaufen wir. Pech wollen wir nicht haben hier. So, weiter im Text. Wir brauchen eine Gilde. Denn wir brauchen jetzt gleich, werden wir bestimmt schon wieder beschossen mit scheiß Stein. Baumeistergilde steht. Vielleicht sollte ich. Ich brauche erstmal Steine. Wir brauchen erstmal Steine. Hier sind hier unten Steine. Hier sind keine Steine. Hier sind hier Steine. Hier sind keine Steine. Also nur hier oben. Steine kann man immer sehr, sehr großzügig abbauen. Das reicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, von mir aus ist so. Genügend Arbeiter holen wir uns. Da oben wird auf jeden Fall geshootet. Wir brauchen. Gold haben wir nicht mehr allzu viel. Wir brauchen eine Mühle. Wir brauchen Nahrung langsam. Mühle steht hier. Boys. Mühle steht hier. Kornspeicher wird noch ein bisschen vergrößert. Zack. Zack. Da unten sind immer noch Wölfe, die mich angreifen, habe ich das Gefühl. Hört sich zumindest so an. So, Mühle steht. Hier wird geshootet. Das sollten wir aber verteidigen, nehme ich einfach mal an. Steine werden abgeholt. Hütte steht hier noch mehr. Wir haben noch mehr Leute. Wir brauchen nämlich jetzt sehr, sehr viele Leute. Guck mal, wir verbrauchen immer noch das Holz komplett. Wir verbrauchen das Holz komplett. So, ein Space davon. So, zack, zack, zack. Hier machen wir eine Lücke, damit da Leute zwischen können. Das ist natürlich jetzt ungünstig gebaut, aber wir stellen die einfach hier dran, würde ich sagen. Das ist ja eigentlich. Okay, wir benötigen noch Holz, das wird aber noch gearbeitet, abgearbeitet. Das sollten wir erstmal so lassen, würde ich sagen. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Leute gekauft gerade. Also hier produziert hier. So. Lederharnische müsste ich gleich mal kaufen. Das machen wir. Die sind relativ günstig. Die kann man immer mal so kaufen. 25 Stück, zack. Deswegen, Hauptsache die Waffen, die sind arschteuer. So, die kommen nochmal hier hoch. Hier wird nämlich ordentlich gekämpft. Vielleicht auch da. Steine wird auch geholt. Mein Lord ist ja noch hier oben, ne? Den habe ich diesmal nicht hochgeschickt. Bringt mir Holz. Okay, jetzt haben wir Holz. Jetzt haben wir Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Brot. 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 Wir wollen mehr Brot. 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 Wir wollen mehr Brot. 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 Wir benötigen Holz. Ja, ich weiß, ich hasse es, wenn ich singe. Okay, mehr geht nicht. Ich hoffe, das reicht für die Nahrung. Haben wir denn genug Getreide? Getreide sieht erstmal gut aus. Aber das müssen wir erstmal warten. Hier unten, da geht jetzt der Lord erstmal runter und haut diese ganze Scheiße da weg. Deswegen kriege ich auch so wenig Holz. Deswegen kriege ich auch so wenig Holz. Bäckereien kann man nie genug haben. Nie kann man davon genug haben. Danke, nochmal ein bisschen Holz. So, das reicht vermutlich immer noch nicht, aber ich lasse mir das erstmal. Okay, hier wird auf jeden Fall angegriffen. Von vielen Ecken und Kanten wird angegriffen. Leute, ihr verteidigt das ja wohl, ne? Okay, er erfüllt seinen Job. Er hat seinen Job kurz erfüllt. Ich hoffe, okay, Leute, wir werden hier auf jeden Fall en masse angegriffen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir werden en masse angegriffen. Ich habe nicht gerechnet, dass er so aggressiv ist, aber sie laufen einfach mal raus. Hier schießt die Dudes ab, Leute. Abschießen, den da. Den. Danke dafür. So. Macht mal bitte das kaputt. Das schießt zum Glück nicht, aber macht es trotzdem kaputt. Da läuft einer rum. Trefft den mal. Was ist hier los? So. Okay. Wir brauchen Lederharnische. Wir brauchen jetzt mal Lederharnische. Dann muss ich mir die nicht ständig zukaufen. Dann haben wir auch ein bisschen Gold über. Alter, wir benötigen fucking Holz. Hast du jetzt hier alles kaputt gehauen? Dankeschön. Dann könnt ihr mir jetzt endlich mal Holz holen. Ansonsten, ja, ich hole mir jetzt noch mehr Holz, Alter. Schnauze voll. Ich brauche mehr Holz. Deswegen baue ich am Anfang auch so viel Holz, aber man ist eh braucht das Holz. So, das war alles Plan. Deswegen habe ich das hier so linksseitig angebaut. Also so linkstechnisch. So. Machen wir ruhig so. Ja, wir benötigen Holz. Ich glaube, ich flippe gleich aus. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Mauer. Eine Mauer ist wie ein neues Leben. Wir hätten das zwar auch zu den Bergen machen können, aber ich will ja jetzt mal eine optisch schöne Mauer. So wolltet ihr es ja. So wolltet ihr es. Und hier bauen wir den Weg Le Grande. Den Weg Le Grande. Erstmal brauchen wir ein Tor. Es reicht ein kleines Tor. Ein kleines? Nein, hier wird groß gebaut. Was ist hier los? So. Der Weg Le Grande ist noch gar nicht so grande, wie ich dachte. Aber es sieht nicht so geil aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Gegner zu nah sind, macht das Ding die ganze Zeit zu. Deswegen, das ist der Plan hierbei. Hier sind ganz viele Gegner. Hier bauen wir mal schnell runter. Wir haben ja ordentlich Steine. Ordentlich Steine. Hier kommt auch nochmal ein Tor hin. Ein gigantisches Gigator. Ich glaube, ja, ich meine, ich sehe das immer funktional. Also, meine Bogen sehen leider immer kacke aus, aber sie funktionieren halt gut. So. So, wie sieht es denn jetzt mit den Waffen aus? Waffen haben wir ein bisschen was. Es werden Rekruten benötigt. Ich glaube, die Musik ist immer noch arschlaut, oder? Habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich das auch so leise gemacht. So, was brauchen wir denn? Bäckereien? Funktioniert das? Wir könnten, glaube ich, so wie es aussieht, noch eine Mehlerei bauen. Noch eine Mehlpumpe kaufen wir uns. Wo ist denn Mehl? Fucking shit. Hier bauen wir noch eine Mehlfabrik hin. Da. So. Hopfen sind alle weg. Bier. Plus 6. Noch sowas hin. Wie sieht es mit Bierbeliebtheit aus? Null.
Bestimmt vergesse ich irgendwas Wichtiges. Eisen brauchen wir noch. Eine Kathedrale können wir gleich mal schon mal kaufen hier. Kathedrale, zack. Wo sind denn fucking Löwen? Ach, da ist noch einer. Der kriegt jetzt auf den Sack. Der kriegt jetzt auf den Sack. So. Da oben sieht aus, als wären da sehr, sehr wenige Soldaten. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Soldaten da oben. Sieht ja aber grundsätzlich schon mal nicht verkehrt aus. Das sieht ja grundsätzlich schon mal nicht verkehrt aus. So, jetzt haben wir hier ein paar Soldaten. Können wir jetzt mal Mauern bauen hier? Immer noch nicht. Gegner zu nah, oder was sagt ihr mir? Steht das nicht? Verdammte Axt. Ach, nee, das Ding hier ist wahrscheinlich, weil das vom Gegner ist. Irgendwas. Irgendwo kommen mir gerade Steine ran. Irgendwo wirft hier irgendwer Steine. Der da. Schießt diesen Pisser da ab. So, ich könnte auch hier ganz viele Armbrüste drauf machen, aber ich habe gerade gar nicht so viel Geld, muss ich sagen. So, wir können aber Steine verkaufen und Holz haben wir jetzt auch en masse. Holz, Steine verkaufen wir jetzt erstmal. So, wir brauchen jetzt erst einmal Eisen. Eisen ist hier unten. Eieiei, kommen wir da hin? Wir können es immer probieren. Wir setzen die Dinger hier einfach mal drauf und gucken, ob wir an Eisen rankommen, ohne da großartig was zu verteidigen, sagen wir es mal so. So, wahrscheinlich eher nicht. Okay, er schießt schon mit voller Wucht. Im Zweifel müsste ich da mehr kämpfen oder. Eieiei, hier geht's jetzt aber los. Okay, aber hier ist eigentlich hier noch die Mauer hin, dass wir hier in der Mitte durchlaufen, wäre eigentlich okay, aber. Ich brauche Streitkolben jetzt. Ich brauche mal eben kurz Streitkolben. Denn ich möchte mal eben die Gebäude davon abreißen, ohne dass ich da meinen Lord hinschicken muss. Meine Menschen sind schon wieder alle weg. Bababab. Nahrung sieht aber okay aus, oder? Also, ist nicht viel, aber es ist okay. So, was wollte ich machen? Achso, Schleuderdüder bauen. Schleuderdüder. So, ihr reißt mal den Mist hier vorne ab. Okay. Wir brauchen davon welche. Denn jetzt wird auch zurückgeschossen. Die Frage ist, ob wir mit Steinen zurückschießen oder mit Armbrüsten. Ich denke, wir schießen mit Steinen zurück. Was ist hier los? Was hat jetzt da drauf gebaut? Ja. Hier noch eins. Hier noch eins. Da noch eins. Das hier reicht nicht. 9 Stück. 2, 4, 6, 8. Hey, wieso braucht er mehr Baumeister? Habe ich mich verzählt? 2, 4, 6, 8 oder nicht? Was ist hier los? Okay, die Knüppelmeister haben hier umgeknüppelt. Das gehört alles mir. Das da auch. Das gehört auch mir. Das gehört wieder nicht mir. Verpisst euch. Mehr Armbrustschützen brauchen wir. Wir müssen ja auch gucken. Eigentlich müsste ich mal schauen, dass ich diese Games schnell gewinne. Die schießen auf jeden Fall da oben irgendwie mit die ganze Zeit mit irgendwas runter. Tötet mal das Scheißding. Wollt ihr mich verarschen? Oder ist das schon wieder ein neues? So, das Ding habt ihr. Ihr seid hier. Ich will jetzt hier mal Steine, Mauer bauen, Leute. Ist das. Geht nicht. Das geht einfach nicht. Kann ich denn noch eine Farm bauen irgendwie? Eine Farm kann ich hier hinsetzen. Und noch eine Farm. Und noch eine Farm. Und noch eine Farm. So. Dann haben wir ein paar Farmen hier. Hier schießen die auf meine freaking Mauer rauf. So, dann gucken wir jetzt mal. Wir werden auf jeden Fall ständig beschossen. Ja, wir brauchen jetzt Streitkolben. Das ist unsere Mission. Streitkolben. Streit freaking Kolben. Zack, 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 bap, bup, piep. Was für Gold? Streitkolben, Streitkolben. Guten Morgen, eure Tobiasschaft. Wer braucht hier mehr Gold? Was sagt meine Beliebtheit? Meine Beliebtheit sagt plus eins. Wir brauchen mehr Bier, sagt meine Beliebtheit. Immer die Biersäufer hier alle. Immer die ganzen Biersäufer. Stein ist einfach die beste Geldquelle überhaupt. Also Eisen ist natürlich besser, aber Stein kriegst du halt 100 mal mehr. Meistens auch schneller. So, wir brauchen richtig Waffen hier. Das muss richtig blühen, diese Produktion. Da muss richtig Energie hinter sein. Es muss so viel Energie sein, dass mein komplettes Gold verbrennen wird. Was für Männer sind immer am Arsch? Ich muss den mal lauter machen, ich höre den gar nicht. Sprachlautstärke oder das? Ich glaube, das hier ist Böllern und so. So, denn jetzt werde ich die Mission haben, immer Eisen zu kaufen. Oh, ich habe sogar ein bisschen Eisen. Okay, sorry. Am besten wäre es, wenn ich den erstmal abfacke, so ein bisschen, weil der nervt mich. Der tiltet mich. Hier sind nicht. Achtung! Da sind nicht genug Arbeiter dran. Was ist hier los? Euer Gnaden. Euer Gnaden. An das Ding dran wünsche ich. Wieso können die hier so weit laufen? Tötet die Dudes.
Tötet diese Dudes. Wieso kommen die so weit? Ach, es werden Rekruten benötigt. Alter, was für Rekruten? Ich flipp hier aus. Wir benötigen Gold. Was für Gold? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wir benötigen Holz. So, alles in Eisen investiert. Gold. Hier haben wir noch 6 Armbrust-Dudes. Die kommen auch nochmal. Jo. Alter, ich komme nicht auf die Soundoption klar. Ich glaube, ich lasse es einfach, wie es ist. Also wir müssen jetzt hier den Dude angreifen, vernichten und zerstören. Am liebsten bin ich ja immer der, der Sachen in Brand setzt. Aber das hier ist schon... An den hier komme ich, glaube ich, einfacher ran. Seine Bug sieht auch kleiner aus. Wobei kleiner nicht immer schwächer sein muss. Aber diese Bug sieht halt viel stärker aus als die hier. Wir machen zuerst das da oben kaputt. So. Problem ist natürlich, wir brauchen erstmal Waffen. Das produzieren wir gerade. Kann ich hier noch irgendwas hinsetzen? Das wäre ganz nett. Okay. Wie sieht das denn aus? Mehl. Okay, das sieht. Nahrung. Ja, die schwinden dahin. Die wachsen dahin. Erzähl mir doch keinen. Wir brauchen noch Kirche, brauchen wir mehr. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht. Okay, Eisen kommt anscheinend sogar an. Die bringen das wirklich rüber. Die werden zwar hier beschossen, aber es interessiert die nicht großartig. Kann man so sagen. Eine Nachricht vom Wolf. Vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Nein! Was für Pestbeule? Was ist hier los? So, die Frage ist jetzt... ich habe einen Plan, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Plan gut ist. Okay, wir machen das jetzt erstmal so. Wir bauen Gesundheits-, Zufriedenheitssachen. Eigentlich bin ich in letzter Zeit gar kein Fan mehr davon. Aber das bauen wir jetzt, weil... Dadurch können wir jetzt, sind, also die Dinger sind dafür da, dass unsere Einheiten jetzt, erstmal sind die zufriedener, so. Die haben jetzt eine Zufriedenheit, Angstfaktor plus 4, ich brauche noch ein bisschen. Ein bisschen brauche ich noch, plus 5 ist das Maximum. Hier, von mir ist auch noch davon was. So, Angstfaktor plus 5. Das heißt, oh, Bier muss ich auch schon wieder bauen. Bier... So, das heißt, ich kann jetzt hier erstmal die Steuern ordentlich hoch machen. Außerdem sind dadurch meine, wenn man jetzt guckt, unter Angstfaktor. Wieso steht da plus 4? Ich habe doch gerade gekauft oder noch nicht genug. Verdammter Helf, verdammte Axt im Himmel. Ja. So, jetzt aber. Beliebtheit plus 5. Angstfaktor. Die Leute sind 50% tüchtiger. Das heißt, die produzieren mir jetzt mehr Waffen. Ich breche es vielleicht nachher ab, weil die kämpfen jetzt schlechter. Jetzt kämpfen die Einheiten schlechter. Meine ich, Armee. Herrschaft mal, nee. Ach, die, nee, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, die arbeiten jetzt schlechter. Scheiße. Genau, oh Gott, ich hab's genau andersrum gemacht. Tüchtigkeit ist 50% nur. Oh Gott im Himmel. Scheiße, die arbeiten nur halb so gut. Ich wollte eigentlich genau das andere. Scheiße. Scheiße, habt ihr Pech, dann werdet ihr doch jetzt versklavt. Sorry. Sorry, kriege ich das Geld wieder? Nö, toll. Danke dafür, Alplali. Danke dafür, Alplali. Was machen hier so viele Leute? Geht mal weg. Geht mal weg jetzt hier. Oh, also weg direkt. Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, woran das abhängt. Manchmal ist hier voll die Party und manchmal gar nicht. So, tut mir leid, ihr kriegt jetzt doch die Galgen. Ist fast genauso gut. Ein bisschen anders, aber fast genauso gut. Ich glaube, die sind. Ich hätte lieber was anderes bauen können. Es gibt welche Sachen, die sind günstiger, aber halt größer. Angstfaktor minus 3. So, Mann, das kostet mich so viel Zeit hier, diese Scheiße. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Scheiße, ja. Nicht dort platzieren, my Lord. So, Angstfaktor. Minus 4. Goddamn, ich verschwende hier so viel Zeit für diese Kacke hier. Jetzt sind sie wieder alle am Ausrasten hier. So, Angstfaktor. 5. So, und jetzt arbeiten die nämlich 150%. 150% arbeiten die. Das heißt, meine Armeen sind zwar super schwach, aber die arbeiten richtig hart. Die holen aus einem Eisen, holen die 2 Waffen raus. Das ist super cool. Das ist super cool, denn Eisen haben wir auch nicht so viel, muss man sagen. Haben wir gar nicht so viel. Hä, hab ich nicht gerade. Alter, wie viel wenig Gold gibt denn das? So, wir kommen aber gerade noch nicht so richtig voran. Was sagt die Beliebtheit durch Bier? Ach, achso, das muss ich jetzt ein bisschen runter machen, sonst rasten die ja aus. Rasten die ja aus. Religion brauche ich noch. Mann, ich krieg nicht genug Eisengold hier hinten. Der schießt das kaputt. Also die kommen schon effektiv da durch. Das nervt schon ein bisschen. Ein bisschen nervt es schon. Hm.
Hier sind ein paar Armbrustschützen, die kommen hier hoch. Hier oben könnte ich wahrscheinlich einfacher durch. Ja, wir gehen da oben jetzt durch, ganz einfach. Wir kaufen uns ein paar Soldaten. Wir haben halt kein Gold, das Problem. Und keine Lederwesten mehr. Oh, was? Die sind kaputt, die Lederwesten, Dudes. Was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Oh, kein Holz mehr. Ich flipp gleich aus, ey. Haben wir denn noch Holz zum Abholzen? Nö, Kacke. Ja, dann, obwohl doch, da unten holzen die noch irgendwas. Holzen die ja auch noch? Hier sieht's eher schlechter aus. Ihr seid der größte. Mein Eisen geht gleich alle. Das finde ich gar nicht cool. So, jetzt bauen wir noch die Kathedrale. 1000. Zack. Dann haben wir nämlich nochmal hier. Haben wir nämlich nochmal hier ein bisschen Beliebtheit durch. Plus 3. Sehr gut. Sehr gut. Nahrung. Die wachsen. Das heißt, ihr könnt hier ruhig ein bisschen teurer machen. Eisen wollte ich kaufen. Eisen. Und Holz brauche ich. Achso, Holz haben wir jetzt ein bisschen. Wir brauchen nämlich mehr von diesen Dudes hier. Wir brauchen mehr von diesen Dudes. Fuck. Was für Gold. Das Ding bei diesen Fights ist ja, die sind eigentlich relativ einfach. Du musst nur das Early Game, also das heißt Early Game, die sind ja, die machen keinen Druck im Early Game so richtig viel. Und deswegen sind diese Kämpfe auch nicht so schwer. Gegen solche Wölfe. Ihr habt nicht genügend Güter. Können eigentlich auch ein bisschen Bier verkaufen, würde ich sagen, ihr oder? Habt nicht genügend Gold. Ein bisschen. Wir können auch die Armbrüste jetzt verkaufen. Die interessiert ihr kein Schwein mehr. Wir haben genug. Güter. Wir brauchen jetzt nur noch diese Dudes hier. Wir brauchen jetzt nur noch diese Dudes. Kaufen uns davon. Alter, wir haben ja. Also die haben einfach mal schon 60 Gold. Waffen produziert. Holy shit. Ja, holy shit. Das Beliebtheit plus 6. Wir warten noch, bis es. Obwohl, wir können ein bisschen schon hochgehen. So. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wir benötigen Gold. Wir bauen. Wir erweitern das hier. Wir erweitern das hier oben. So. Wie gehen wir dem hier oben jetzt auf den Sack? Ganz einfach. Wir schicken diese Armbrustschützen jetzt erstmal hier vor. Das ist Schritt 1. Währenddessen bauen wir weiter diese Dudes. Diese Dudes. Wir haben nicht genügend Gold. Oh mein Goldness. Ihr habt nicht genügend Güter. Wichtig ist natürlich, unsere Waffen sind super kacke. Beziehungsweise unsere Soldaten. Die kämpfen zu 25% schlechter, glaube ich. Minus 25% Truppenkampfbonus. Heißt das, die sind 25%, haben weniger AP, machen weniger Damage oder beides? Wahrscheinlich weniger Damage, aber. Könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar AP rausnehmen. So, das sind immer die wichtigsten. Die kommen jetzt direkt hier oben. Oh, der will der fighten. Er will fighten. Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Schießt! Lasst niemanden am Leben. Wir benötigen Gold. Oh, mein Lord. Schießt jetzt ab. Das kann nicht so lange dauern hier. Wieso schießt ihr eigentlich nicht? Kann es sein, dass sie die ganze Zeit nicht schießen? Hier, schießt einfach da drauf. Ich glaube, die schießen die ganze Zeit nicht, weil man den. Ich glaube, man kann aggressiv. Irgendwo hat mal jemand gesagt, man kann sagen, wie die angreifen sollen. Hier, Stellung halten, Angriffshaltung. Schieß jetzt. Wenn ich die auf Angriffshaltung stelle, dann schießen die, glaube ich, von alleine. Abwehrhaltung, Stellung halten. Angriffshaltung. Sieht aber noch nicht aus, als würde er schießen. Achtung. Vielleicht muss ich denen erstmal einen Befehl geben, dass sie schießen sollen. Hier, schießt. Hier, schießt. Hier, schießt. So. So, wie sieht es jetzt hier aus? Nach oben. Oh, meine ganzen Baumeister sterben. Ach, scheißegal, ich kaufe mir neue. Wer tot ist, ist tot. Das ist der Deal. Wer tot ist, ist tot. Hier oben kommt die Gilde hin. Zack. Wir werden beschossen, meine Freunde. Hilfe. Wir brauchen direkt die Kaserne auch hier oben. Wir werden das unter Beschuss regeln hier oben. Das werden wir unter Beschuss regeln. Es werden Waffen benötigt. Wir werden erstmal Stein. Oh, scheiße, wir brauchen Eisen. Eisen ist leer. Oh, die Steine, die kann man so lecker saftig verkaufen. Nom, nom, nom. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend. Oh, mein Mehl geht alle. Das ist nicht gut.
Das, aber 900 Nahrung, das ist schon nice. Wir werden hier auf jeden Fall beschossen. Zurück! Achtung! Wir bauen hier mal ein Schild hin. Nee, scheiß auf Schild, wir bauen sowas hier. Wo sind denn die restlichen Armbrustschützen? Ist das Tor zu? Das Tor ist offen. Eigentlich müsste ich diese Dinger hier mal alle abreißen. Hier, reiß das mal ab hier, denn du scheiß Bums. Du reißt das da ab. Hier noch mehr zum Abreißen, das sieht alles aus, als ist meins. So, schieß jetzt mal hier auf das Kackding da. Oder von mir aus auch auf die da. Schieß zurück. Hab ich nicht gerade unser Bestes vom Persil? Hab ich nicht gerade Einheiten gebaut? Bogenschützen? Da sind die, da sind die hier. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch mehr Steine. Stein ist unser Geld. Stein ist unser Geld. So, alle hoch jetzt hier. Was soll denn der Geiz? Wir brauchen mehr Feuerballisten. Die müssen ordentlich schießen. Scheiße, wir haben kein Geld mehr. Ei, caramba. Das ist natürlich der Nachteil. Ich könnte mehr Steuern rausprügeln aus die Leute, wenn ich jetzt gemacht hätte. Wenn ich dieses andersrum gemacht hätte. Also, wenn ich Friedlichkeit gemacht hätte. So, Trebuchet. Trebuchet. Wo sind die Armbrustschützen? Wir brauchen Verstärkung an der Front. Los! Schießt zurück. Jetzt wird zurückgeschossen. Heute ist der Tag, an dem zurückgeschossen wird. Wer schießt hier? Du. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Der Armbrustschützen. Was für Waffen, Alter. Ich glaube, du tiltest mich gleich. Erstmal. Alter, jetzt muss ich echt die Keulen verkaufen. Aber die geben mehr Gold. Also, ich mache im Prinzip ziemlich gutes Plus, wenn ich sage, ich wandle Eisen in Waffen um. Vor allem, weil ich ja immer zwei Waffen produziere. Das heißt, das reicht uns jetzt ans Lebensende. Brötchen geben auch so viel Gold. Ich glaube, ich brauche mehr Mühlen. Jetzt kaufen wir uns davon noch ein paar. Fertig, aus. Sind wir ein Jahr lang versorgt. Die Dinger gehen jetzt nach vorne, aber erstmal müssen die Armbrustschützen nach vorne eigentlich. Die müssen wir als zweites nach vorne schicken. Schießt! Danke! Da können wir auch noch. Schießt da drauf. Wir setzen das jetzt in Feuer. Die sind einfach nur als Feuerschutz da. Also, dass die Dinger nicht kaputt gemacht werden direkt. So, setzt es in Brand. In Brand setzen. Los! Feuer! Feuer wird wörtlich. Feuer jetzt! Mist, es brennt nicht. Es brennt einfach nicht. Dann, oh, nice. Arena, oder war Pech in den Gräben. Sehr gut, auch noch ausgelöst. Sehr, sehr gut. Die Dinger sind leider kaputt, aber ist nicht so schlimm. Wir könnten eigentlich auch diese Holzschilder als Feuerschutz nehmen, oder? Also, ist mir zu umständlich, die davor zu setzen. Aber ich denke, die werden ja einfach automatisch angegriffen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Das heißt, wir schicken die nach vorne und schicken jetzt diese Dinger hier nach. Oh, das brennt alles! Lecker! Okay, Leute, macht das Tor kaputt. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Das ist der Auftrag. Oh, nice. Das ist es. Da stehen zwar Millionen Leute da oben. Meint ihr, das reicht, das jetzt sagen? Ja oder nein? Ich denke, es reicht nicht. Ich denke, es reicht nicht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. 94 haben wir. Rein, 92. Da sind ein paar Fallen. Die machen gerade ein paar kaputt. Ich meine, die sind schon sehr stark. Und da oben sind sehr viele Armbrustschützen. Da sind aber auch sehr viele Fallen. Die machen gerade ein paar kaputt. Es reicht. Alle hoch, Leute, hoch. Da, wieso? Hier, hoch sollt ihr. Ich kann ja nicht befehlen, hochzugehen irgendwie gerade. Da hoch. Das ist es. Selbst, ja. Selbst wenn die nicht alle besiegen würden, ist der König gleich tot. Das war's. Hab ich doch schon. Was für tötet mich. So, jetzt geht's direkt weiter. Wir setzen hier das alles mal um. Zack. Wir nehmen alles mit. Die Front wird verlegt. Die Front wird nach hier unten verlegt. Wir werden das von hier oben belagern. Wir werden die Unterkunft hier hinstellen. Hier. Wir werden die Baumeistergilde hier hinstellen. Da. Brauchen wir noch was? Brauchen wir noch was? Wir brauchen auf jeden Fall richtig viele Baumeister. Da. Oh, ein Bogen. Nice. Was für Rekruten benötigt? Ich glaube, ihr brennt wohl. Hier. Da ist ein Haus. Alter, wie viele Steine wir haben. Holy fuck. Ich habe heute ein zusätzliches Gut, my lord. Ja, das freut mich doch.
Das freut mich doch. So. Das möchte ich doch sagen, dass es mich erfreut. Von ganzem Herzen. Ich gebe mir den Scheiß Bogenschützen her. So. Was ist der Plan? Ist das ein Wassergraben? Oh, lol. Das macht das Ganze etwas schwieriger tatsächlich. Aber die Burg ist wirklich gut. Die Burg ist wirklich... Ich glaube, das ist die erste Burg. Also nicht die erste, aber die ist wirklich gut. Weil ich würde normalerweise jetzt das Ding hier vorne kaputt machen und dann einfach da durchpreschen. Aber die Mauer ist so dick, da kommst du nicht durch. Du kommst nur hier durch und dann musst du erstmal so einen fetten Wassergraben wegmachen. Die ist nicht schlecht, die Burg. Okay, da brauchen wir... Können diese Leute Wasser ausgraben? Sehr gut. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wir werden zwar gerade beschossen, aber ist egal. Das gehört zum... Das ist Berufsrisiko. Wo lauft ihr denn lang, alter Schwede, ey? Müssen wir die Unterkunft doch ein bisschen nach hier oben setzen. Und die Baumeistergilde auch. Jetzt werden direkt beim Hinlaufen schon abgeschossen. So, was ist der Plan? Der Plan ist, wir haben hier zwei so Armbrustdinger. Wir haben hier drei so Schilde. Wir haben hier 25 von denen. Wir werden erstmal das Feuer öffnen. Damit und auch hiermit. Wir haben jetzt auch ordentlich Gold. Wir sind richtig hart im Business drin. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir holen uns noch ein paar davon. Brauchen noch ein paar. Wo sind eigentlich die ganzen Armbrustschützen, die ich die ganze Zeit kaufe? Sie sterben die alle instant, Alter? Ja, tun sie, weil sie retard sind. Weil es retard sind. So, Steine. Feuer. Oh, ihr kommt nicht so weit. Ist das euer Ernst gerade? Oh Mann, ihr wollt mich doch verarschen. Goddammit. Oh Goddammit. Okay, Bogenschützen. Vorwärts, ihr müsst. Schilde. Vorwärts. Und die Dinger auch vorwärts. Und ihr müsst jetzt eure Dinger hier hinsetzen von mir. Also wenn das nicht reicht von der Entfernung, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. So, mal gucken, ob wir das hier in Feuer kriegen. Wahrscheinlich ist das sofort kaputt. Oh, es brennt, aber hier brennt es nicht so geil, weil... Wahrscheinlich brennen eher meine Einheiten gleich. Hier schießt man einfach hier so. So, Feuer! Feuer, 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 Feuer! Was für Vorratslager? Ah, Vorratslager ist voll. Okay, pass auf. Steine, verpisst euch. Das ist Job 1. Job 2 ist, Waffen kommt her. So. Also Rüstungen sind ja Waffen quasi irgendwie. Es werden Waffen benötigt, Saya. Es werden Waffen benötigt, Saya. Könnt ihr das bitte kaputt machen jetzt hier? Wäre das okay? Die Frage ist, wie komme ich da durch? Ja, indem ich da ganz viel... Wir pressen uns durch diese Holz... Durch diese Mauer durch, Leute. Das ist meine Aufgabe, uns durch diese scheiß Mauer durchzufressen. Das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen, durch diese fucking fette Mauer. Das ist die Mission. Das ist nicht effektiv, aber das, da habe ich Bock drauf. Wir scheißen auf das da. Oh, da kommen ganz viele Einheiten. Gut, dass sie weglaufen. Wir scheißen auf den Turm. Wir scheißen auf den Turm. Damit müssen wir leben. Das müssen wir mit Gegenfeuer berechnen. Hier, 6 Bogenschützen, Armbrustschützen. Und ihr könnt auch da hochschießen. Hier, schießt da auch. Ihr müsst noch ein bisschen weiter nach vorne, damit ihr da hochschießen könnt. Jetzt müssen wir mit den vorhandenen Ressourcen bekämpfen. Hallo, schießen. What the fuck? Ist das Nahkampf oder was? Jetzt. Danke. Euer Gnaden. Danke dafür. So. Durchbrechen. Wir müssen hier... Ja, wir schießen einfach mal hier in dieses fette Mauerstück rein. Wir schicken schon mal die Armee dagegen. 100 Leute, das muss reichen. Hier tümpelt das mal aus. Wir schicken das hier direkt gegen. Wir müssen das Ding schnell dingfest machen. Denn bald kommen schon die verbündeten, verstärkten Krieger von Joachim den Riesigen und Peter den Gewaltigen. Deswegen müssen wir jetzt schnell kämpfen. Es ist Eile geboten. Was für Gold? Hä, was macht ihr hier? Leute! Greift die an, die Mauer! Beißt euch da durch! Das ist euer Auftrag, das ist eure Job! Wir brauchen Gold. Was? Wir brauchen Smergold? Smergold? Weg mit dem ganzen Scheiß hier, Alter. Ich flipp gleich aus meiner Map. So, kommt ihr da jetzt durch? Das austümpeln. Und ein paar können hier weiter die Mauer kaputt machen. So. Sehr gut. Feuer! Feuer!
Was für Steine hier? Feuer jetzt. Danke dafür. Mehr Krieger, wir brauchen mehr Krieger an der Front. Los, wir brauchen mehr Krieger. Was soll das denn? Wie sieht's hier aus? Kommen wir durch. Ihr müsst euch hier weiter reinkämpfen. Macht das Scheiß weg. Vielleicht können wir auch den Turm hier töten. Okay, pass auf. Oh, wir sind durch. Fast. Hier, Leute. Wir sind fast durch. Der Turm, die Schwachstelle. Wir haben sie gefunden. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Aber irgendwie kommen wir noch nicht weiter. Irgendwer blockiert uns. Oh, jetzt kommen wir durch. 68 Krieger, das reicht. Das ist es gewesen. Das sollte es gewesen sein. Sie sind relativ schwach alle. Haben wenig AP, aber ich glaube, das ist es. Ansonsten schicken wir direkt Verstärkung nach. Alles, was wir an Einheiten gruppieren können. Oh, die brennen. Die brennen. Oh. Aber ich glaube, die sind oben. Die sind durch. Die sind durch. Die sind schon oben. Oh. Knappe Kiste. 8. 5. Oh Gott, wir haben es nicht geschafft, Leute. Wir müssen direkt die nächste Verstärkungswelle nachschicken. Hoffentlich baut er nicht so schnell nach. Ich glaube, er hat nicht mehr viel AP. Der Krieg darf nie enden. Die Verstärkung, wie viel AP hat er? Oh, der ist voll. Holy shit, dann brauchen wir doch noch ein paar. Die Verstärkungswellen dürfen niemals enden. Er wird permanent befeuert werden. Los, weiter. Wir dürfen die Mauer nicht zugehen lassen. Aber eine gebündelte Armee wäre ja effektiv, aber kann sich hier nicht alles wünschen. Ihr schießt weiter da drauf. Ihr schießt einmal auch da drauf, ja. Ja, Herr. Was buddelt ihr hier oben? Wollt ihr mich verarschen oder was? Alter, nicht im Laufschritt, im Rennschritt. Okay, wir bleiben hier vorne. Wir müssen hier vorne. Hauptsache, die machen das nicht wieder zu. Das ist unsere Chance hier. Hauptsache, die machen das nicht zu. Und hier vorne müssen wir unsere Truppen sammeln. Im Kriegsgebiet. Im Kriegsgebiet. Komm, bald euch jetzt mal. Alter, was für Waffen, ey. Krieg gleich eine Waffe hier höchstens. Meine Einheiten sind natürlich auch so schwach, muss man sagen, ne? Dadurch, dass ich diesen Truppen-Minus-Bonus habe, ne? Das ist schon, dadurch sind die schon ordentlich schwach, Bros. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. So. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Sind die hier vorne noch? Oh Gott, wir haben es verkackt, Leute. Ihr habt es verkackt. Eine Nachricht vom Wolf. Toll. Wirklich schwache Leistung. Okay, wir werden mit Frontalkatapulten erstmal so ein bisschen da drauf böllern. Das ist das Ziel. Frontalkatapulte. Irgendwas blinkt hier mal auf. Ich weiß nicht, was das ist. So. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mann, ich wollte es eigentlich schnell beenden, damit ich das nicht so lange rendern muss. Und jetzt sowas. Und jetzt kaufe ich Armbrüste. Toll. Ciao! Eigentlich. Oh, was? Geil. Das ist immer geil, wenn ihr richtig viele Brötchen habt, dann ist RIP. Am besten Bäcker werden, Leute. Da gibt es anscheinend echt. Das Gold liegt im Bäckertum. Scheiße, ich wette, meine Katapulte sind schon kaputt. Oh, zwei Leben noch. Feuer! Feuer! Oh, fuck. Haben wir noch welche von denen hier? Von Hampelmänners? Wie sieht die Beliebtheit aus? Plus 3. Es werden Rekruten benötigt. Gefällt mir alles gar nicht hier. Wir hatten die Chance, aber sie konnten sie nicht nutzen. Toll. Jetzt muss ich Jahrhunderte erstmal wieder eine Armee aufstellen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Aber wir haben Brüste. Hier, ihr geht mal da vorne, die drei Leute da unterstützen. Ihr auch. Vorwärts. Boah, ey, was für Waffen, ey. Was ist das denn? Produziert ihr nicht genug hier? Ich dachte, meine Waffenproduzenten hier geben mir richtig Gas. Aber die geben gar kein Gas hier, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich wieder kein Gold. Ah, damn in the world. Damn in the world. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, wir haben jetzt schon eine ganz gute Armee hier, glaube ich. Also, was heißt ganz gut, aber er hat ja auch gar nicht mehr, er hat das meiste schon verloren. Der Sturm kann jetzt erst, er hat nicht mehr so viel, der Gegner. So, wir brauchen jetzt schnell ein paar Katapulte. Dieses Mal kommen wir besser durch. So, Leute.
Ziel ist notiert. Ich habe das Gefühl, diese Katapulte sind stärker. Das Problem ist nur, dass diese Katapulte, die schießen auch schneller. Die sind halt, müssen näher ran. So, meine Soldaten. Wo sind die Armbrustschützen? Da oben. Herkommen. Herkommen. Das ist der letzte Sturm. So war ich. Kaiser Wilhelm der Drölfter ist er. Kämpft und verteidigt die Katapulte. Das ist der Schlüssel zum Ziel. So, Feuer. Mal hier schön in die Mauer rein. Einfach fett in die Mauer. Die schießen halt schön. Schön gegen die Mauer hier. Schön. Das Ding ist, diese. Die anderen fliegen halt von oben und die machen alles auf ihrem Weg kaputt. Das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was ich will. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt. Alter, leck mich mit deinen Waffen, ey. Wie heiß ich denn? Hier, Armbrüste. Go! Ran da jetzt! Mach diese scheiß Mauer kaputt. Ist ein bisschen gefährlich, wenn ich gleichzeitig beschossen werde. Ich glaube, wir müssen den Turm kaputt machen. Das war eigentlich die Methode, durchzukommen. Scheiße, da hat jemand meinen Katapult kaputt gemacht. Wir brauchen mehr. Machen wir noch davon welche. Ja, hast du. Mach das jetzt kaputt. Durch da! Jetzt buddeln. Buddeln, 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 buddeln. Und der Rest kann fighten. Fighten, fighten. Oh lol, die können anscheinend hoch oder so. Nicht da lagen. Hier, kämpfen. Macht. Ach, ich hasse euch alle. Ich hasse euch echt. Macht erstmal einfach die Mauer hier kaputt. Macht einfach die Mauer hier kaputt erstmal. So, und jetzt könnt ihr da rumgraben. Jetzt könnt ihr da rumgraben. Hier haben wir noch weitere Einheiten, die wir sammeln schon mal. Das ist nicht verkehrt. Waffen werden benötigt. Leute, da macht das scheiß Ding jetzt kaputt. Ich flipp gleich aus. Den Turm. Alles auf den scheiß Turm drauf. Was für Steine. Feuer jetzt. Nice, der Turm ist weg. Und jetzt noch diese Mauer und dann sind wir durch. Also diese Armbrustschützen hier drin, die tilt mich. Deswegen kann ich nämlich nie die Mauer angreifen. Geht dahin. So, das wird's sein. Wir holen direkt die nächste Welle. 92, das reicht. Das wird's sein. Ich weiß, mein Kriegsziel ist immer sehr verschwenderisch. Das ist aber gewollt, Leute. Ja, ihr könnt jetzt sagen, ja, lol, du bist voll der Noob. Du verschwendest voll die Soldaten. Das ist gewollt. Hier müssen einfach mal... Ich will ja dem Gegner auch eine Chance geben, dem Computer. Ja, wenn er es schafft, diesen verschwenderischen Spielziel entgegenzusetzen, dann ist er ein wahrer Computerspieler. 137. Komm, noch das da kaputt machen, dann sind wir durch. Go! Stürmt durch! Jetzt haben wir es. Sie sind so gut wie tot. Rein da! Die Hälfte der Armee schicken wir hier hoch irgendwo. Leute, ich komme da nirgendwo hoch. Was ist das? Wieso komme ich da nicht hoch? Ach, scheiße. Der hat das über das Tor ausgemacht. Der hat keine. Über das Tor auszumachen ist eigentlich ziemlich klug. Aber das war dein Ende. Oh ja, scheiße, schmeißt er schon wieder Dings runter. Das ist aber sein Ende jetzt. Das ist sein Ende. Streitkolben hoch! Tötet ihn! Hallo! Ey, wenn ihr den jetzt nicht umbringt, dann... Tötet ihn bitte! Hallo! Ist irgendwie Level Next Edition? Ich wollte ihm noch eine Chance... Oh, komm schon! Go! Den ganzen Weg? Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling, sollte keine Ahnung. Okay, also man muss sagen, die Einheiten sind halt echt sauschwach dadurch, dass ich diesen minus 25% Bonus habe. Die sind so schwach, die sind normalerweise mega stark, diese Kolbenkämpfer. Die böllern alles instant um. Alles. Aber wirklich alles. Aber wirklich alles böllern die um. Verdammte Welt der Dooms. Komm schon, zeig es mir. Wo lauft ihr denn lang da oben? Komm schon, bitte, 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 das muss reichen. Das muss reichen, das muss einfach reichen. Hier, komm, nicht da dumm rumstehen, kämpfen. Das rendert wieder den ganzen Tag, wenn ich das so lange kämpfe hier. Weiter. Der unaufhaltbare Sturm. Oh, das tiltet mich jetzt echt. Diese Kacke hier, ne? Eine Nachricht vom Wolf. Diese Kacke hier. Hat meine Armee zerstört. Eigentlich spiele ich auch immer ohne das in letzter Zeit.
Also außer auf verschiedenen, also es kann halt auf einigen Maps nützlich sein, wenn du nicht so viele Ressourcen kriegst. So, Beliebtheit plus 7. Okay, dann können wir jetzt immerhin die Steuern höher machen. Minus 1, verdammt. Boah, ey! Das war nicht so geplant. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, die Mauer ist immer noch offen. Jetzt sind unsere Einheiten stärker. Kommt schon, wie viel haben wir noch? 25, reicht das? Unsere Einheiten sind jetzt stärker. Hier sind Armbrustschützen, keine Ahnung, was deren Job ist. Oh, wir haben noch ganz viele Einheiten. Leute, kommt her. Hier rüber kommen, alle. Das sind wahrscheinlich die, die habe ich aus Versehen irgendwo mitgezogen. Habe ich hier oben noch irgendwas? Ne. Nee. Jetzt sind unsere Einheiten stärker, by far. Hier, ich gebe euch noch ein bisschen Blumenenergie. Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling. Dadurch werden meine Einheiten direkt stärker. Sie boosten, sie werden immer stärker. Oh mein Gott, sind sie stark. Halt schon. I do it. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben die Armee plus 20% Bonus. Jetzt knüppeln die. Zack. Eieieiei, mir lassen wir in die Länge gezogen, Sawyers. Sawyers and Guys. Aber das war's, meine Freunde. X-Legend gewinnt. Das war die erste Folge mal wieder. Stronghold. Könnt mir mal auch sagen, ob ihr noch Bock drauf habt. Ich werde jetzt versuchen, wieder mehr zu bringen. Sorry dafür. Nächstes Mal kommt dann bei Stronghold ich und Schwein gegen ganz viele andere Dudes. Ist das nicht der Steinewerfer, Alter? Ne, ich glaube, das ist Philipp, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und tschüss.